und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir was super, super Spannendes und zwar der Mai-Müsli-Adventskalender ist gekommen und wir haben, super exciting, einen neuen Hintergrund. Ich finde ihn super, super cute. Mein Essen ein bisschen abgetrennt. Es geht ja noch ein Stückchen hoch. Das sind alle alten Bodyshop-Adventskalender, die ich hier noch hinten stehen habe und da habe ich mir jetzt so einen Hintergrund daraus gebastelt. Aber heute geht es eben um den Mai-Müsli-Adventskalender und ich würde sagen, ich hole ihn mal her. So, da ist das wunderschöne Prachtstück. Es ist wirklich, wirklich, es ist ein Riesenkalender. Es ist super, super schwer und er kostet knappe 70 Euro. Ich bin super gespannt. Ich habe keine Ahnung, ich lese mir ja nie die Beschreibungen durch. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was sich hier drin befindet. Vielleicht ist es nur Müsli, vielleicht sind es auch andere Dinge. Das heißt, ich bin genauso gespannt wie ihr, was sich hier drinnen verbirgt. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Okay, ich glaube, ich habe das Türchen Nummer 1 gefunden. Und zwar, oh, der ist so schwer, das ist kein gutes. Kein praktischer Unboxing-Kalender. Aber ich würde jetzt sagen, das wäre jetzt Türchen 1 meines Erachtens. Und gucken wir, was da drin ist. Ich werde natürlich auch ein paar Dinge kosten. Was haben wir? Save the Ocean. Save the Ocean, wusstest du schon? Okay, ich lese das kurz durch. Okay, das finde ich aber super, super cute. Und zwar ist das eben, dass sie Save the Ocean mit Plastik, dass da eben weniger Plastik, beziehungsweise dass sie eben umsteigen auf Papierbecher. Finde ich super, super toll, richtig cool. Und ja, ich würde sagen, ich unbox mal die Sachen und dann gucken wir, welche wir alle probieren. Aber ich finde auch sehr, sehr cute. Finde ich auch super wichtig, dass so Messages auch in Adventskalender drin sind. Sehr, sehr cute. Okay, jetzt muss ich hier die Nummer 2 suchen. Und ich habe die Nummer 2 gefunden. Wow, hier ist die Nummer 2. Gucken wir. Das sieht nach meinem Geschmack aus, und zwar Schokolade. Ups, ich bin ja nicht der Riesenfan von getrockneten Früchten. Aber ich habe so das Gefühl, wir werden nur Müsli bekommen. Aber das finde ich nicht schlecht. Und zwar ist es einfach ein klassisches eigentlich Schokoladenmüsli, aber mit zartbitter Schokoladenplättchen. Sehr, sehr cute. Mhm. Das wird mir sicher schmecken. Hundertprozentig. Und da, ich weiß nicht, ob ich es euch von nahen gezeigt habe, das war das erste Türchen. Sehr, sehr cute. Okay, jetzt suche ich die Nummer 3. So, hier haben wir die Nummer 3. Und gucken wir, was sich hier verbirgt. Okay, da ist eine Erdbeere, zumindest irgendwas Berry-mäßiges. Ups, Strawberry Acai Granola. Mhm. Sehr, sehr cute, muss ich sagen. Ja, das sieht auch sehr, sehr positiv aus. Also ich glaube, wir werden 24 Stück Müslis, 24 Müslis bekommen. Aber sehr, sehr cute, muss ich sagen. Mhm. Urspannend, sehr, sehr spannend. Finde ich richtig, richtig cool. Aber ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Ich bin gespannt, ob noch was anderes außer Müsli drin ist. Aber ich denke nicht, habe ich jetzt die Vermutung. Das ist die 410, hier haben wir die 4. Boah, das ist ein kleines Workout, was ich hier betätige. Ist so schwer. Und zwar, aber ich finde für mich, ich esse zum Beispiel in der Arbeit jeden Tag ein Müsli. Finde ich das super. Also für mich wäre der wirklich ein Traum. Also bis jetzt finde ich das richtig, richtig cool. Hier haben wir Raspberry Dark Chocolate Müsli. Der sieht auch richtig, richtig gut aus. Und ich finde auch die Designs voll, voll schön, muss ich sagen. Ich gucke mal, wie viel hier drin ist. Hier ist 85 Gramm. Hier ist auch, also das sind so 85 Gramm Dosen. Very, very nice. Mhm, richtig cute. So, jetzt gucken wir. Und zwar müssen wir die 5. Brauchen wir als nächstes. Hier haben wir die Nummer 5. Gucken wir, was wir hier drinnen haben. Banane. Es ist natürlich, ich finde, es ist bis jetzt eine super Variation drin. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Hier haben wir Banana Bread Müsli. Sehr, sehr cool. Richtig, richtig cool. Nein, ich freue mich gerade. Ich finde, das sind richtig, richtig coole Türchen. Jetzt haben wir die Nummer 6. Aber ich habe noch nie bei meinem Müsli bestellt. Deshalb, ich habe da null Erfahrungen. Es hat etwas gedauert, bis der Adventskalender angekommen ist. Aber das war, weil man konnte ihn sozusagen vorbestellen. Hier haben wir jetzt die Nummer 6. Was haben wir? Apple, Almond and Cinnamon Crunchy. Sehr, sehr cool. Auch so Cinnamon ist ja sehr weihnachtlich, muss ich sagen. Ja, aber die sind so hübsch auch. Die sind so hübsch auch hier oben vom Design und generell. Die sind
sind so hübsch. Die finde ich wirklich, wirklich hübsch. Jetzt gucken wir, wo haben wir? Hier haben wir gleich die 7. Er wird schon etwas leichter, aber ist noch immer sehr, sehr schwer. Hier haben wir die 7 und hier haben wir, Chocolate and Banana. Das finde ich auch. Und auch die Bilder sind so cute. Und das sieht auch richtig, richtig süß aus. Richtig, richtig cool, ja. Sehr positiv bis jetzt. Jetzt gucken wir, wo haben wir denn die Nummer 8? Hier haben wir die Nummer 8. Jetzt geht es ja relativ flott momentan. Und zwar, was haben wir hier drinnen? Hier haben wir Superfruit. Ich weiß nicht ganz, was... Ups, was sind Superfruits? Und hier schmeiße ich alles am Boden. Superfruits ist... Was ist das? Granat, Apfelsamen, Erdbeeren, Johannisbeeren und Himbeeren. Mhm. Also eher mehr so fruchtig. Finde ich aber auch. Ich finde das richtig cool. Ich muss sagen, und 70 Euro. Oder habe ich... Ja, 70 Euro finde ich jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen. Hier haben wir gleich oben drüber haben wir gleich die Nummer 9. Ups. Und ups, das ist aber laut. Hier. Und zwar, das ist geil. Und zwar Strawberry Cheesecake Müsli. Das klingt aber cool. Da sind so kleine Flakes auch drinnen. Das klingt richtig, richtig toll. So, das sieht doch richtig... Sieht das nicht toll aus? Richtig cool. Mhm, das finde ich gerade richtig. Ich finde generell, dass es richtig coole Sorten sind. Also bis jetzt, muss ich sagen, denke ich, dass ich den nächstes Jahr auf jeden Fall kaufen werde. Entweder zum Unboxen oder für mich dann wirklich in der Dezemberzeit. So, jetzt gucken wir. Jetzt brauchen wir die Nummer 10. Hier haben wir die Nummer 10. Und jetzt haben wir fast die Hälfte haben wir jetzt schon. Und was haben wir hier? Super Chocolate Müsli. Und zwar, das sind, also wie ich oben am Bild erkennen kann, ist es dunkel, hell und Milchschokolade. Richtig, richtig cool. Sehr, sehr cool. Mhm. Also ich habe hier richtige Schätze gerade vor mir liegen. Und ich würde sagen, schauen wir, ob sich hier in der Nähe die Elf verbirgt. Ich denke, sie wird hier hinten sein jetzt. Genau. Und zwar, hier haben wir die Nummer 11. Gucken wir, was ist da drinnen. Und zwar Wildberry Yogurt Müsli. Sehr cool. Sieht auch richtig, richtig spannend aus, muss ich sagen. Mhm. Yes. I love it. Es ist richtig, richtig cool. So, und da haben wir gleich, super praktisch, da haben wir gleich die 12 hier oben. Und gucken wir, was sich hier verbirgt. Ups, es ist eine helle Farbe. So, schauen wir mal, was es ist. Und zwar Taste the Love Müsli. Okay, und zwar haben wir hier ein Pride Müsli. Und zwar gucken wir mal, was da, ob da irgendwas steht. Es ist auf jeden Fall ein Bio-Müsli mit Dinkel, Quinoa, Crunchy, Erdbeeren und schwarzen Johannisbeeren. Gucken wir, ob da jetzt irgendwas gespendet wird oder warum wir hier Pride haben. Gucken wir mal. Okay, also ich sehe jetzt nicht, ob hier irgendwie was gespendet wurde oder so. Ich glaube, es ist einfach nur sozusagen eine Pride Edition, die drin ist, um einfach sozusagen als Brand ein Statement zu machen, dass sie sozusagen die Community unterstützen, was natürlich super ist. Und jetzt gucken wir weiter. Wir brauchen die 13. Hier haben wir die 13. Ich hoffe noch, dass das Einzige, was mir bis jetzt fehlt, ist ein bisschen ein winterlicheres Müsli, muss ich sagen. Aber ich finde es ja auch spannend, dass sie gleich mit dem Plastik sozusagen angefangen haben, mit diesem Sie. Das setzt natürlich ein deutliches Statement, dass sie mit diesem Kalender, finde ich, auch ein Statement setzen wollen. Finde ich cool. Hier haben wir Chocolate and Orange. Mhm. Auch sehr, sehr spannend. Das finde ich ein bisschen weihnachtlicher. Also so Orange und Schokolade finde ich persönlich immer sehr weihnachtlich. So, ich glaube, die 14 ist hier. Genau, hier haben wir die 14. Und gucken wir, was... Ups, was verbirgt sich hier? Chocolate Brownie. Chocolate Brownie. Sehr, sehr cool. Ja, das sind auch so kleine Bällchen sind hier drin. Ne? Mhm. Und der Becher ist eben recycelbar und kompensiert. So, und zwar Chocolate Brownie, finde ich, klingt super spannend. Das ist so eins, glaube ich, was ich heute kosten werde. Das klingt richtig, richtig spannend. So, 14 war jetzt wäre 15, wenn ich es finde. So, hier haben wir die 15. Und was ist das? Hier haben wir... Oh,
ich hab vorhin ja gesagt, dass mir was Christmas-mäßiges fehlt. Und was haben wir hier? Christmas Chocolate Crunch. Ja, das ist doch cute. Ja, das hat gefehlt und jetzt bin ich relativ zufrieden. Ich wünsche mir für den 24. auch noch ein richtig weihnachtliches Müsli. Also das erwarte ich mir noch, aber bis jetzt... Okay, und zwar, wo haben wir die 16? Hier haben wir gleich die 16. Jetzt sind wir schon bald durch. Bald ist es Weihnachten, meine Lieben. Es ist so schnell, kann die Zeit vergehen. Und Weihnachten steht vor der Tür. Hier haben wir Berry Salted Caramel. Okay, Granola. Mhm. Auch finde ich einen sehr, sehr spannenden. Ja, sehr spannend. Berry Salted Caramel. Mhm. Das klingt ja auch sehr, sehr spannend, muss ich sagen. So, und zwar, jetzt bräuchte ich die 17. Und die 17 ist die hier. Genau, die 17 ist hier. Langsam wieder leichter, aber es ist trotzdem noch, es ist ein Riesendrum. Und hier haben wir die 17. Öffnen wir, was haben wir? Was ist das? Berry Choc-Nut Choc Müsli. Ich weiß nicht, was... Also Coconut. Falsch, nicht Chocolat. Und zwar Berry Coconut Chocolate Müsli. So, finde ich auch. Klingt richtig, richtig spannend. Ich mag eigentlich, grundsätzlich mag ich schon Kokosnuss. Also, ja. Und wir haben viel Schokolade bis jetzt bekommen, was mich persönlich sehr anspricht. Ich mag gern Schokoladenmüsli. Also, also meinen Geschmack bis jetzt trifft es sehr, sehr gut. Ich habe es zwar noch nicht gekostet, aber die Sorten sind sehr, sehr ansprechend. Hier hätten wir dann gleich die 18. Was haben wir hier? Was probiert sie hier? Irgendwas mit Vanille. Und zwar ist es ein Blueberry Vanilla Granola. Das finde ich klingt auch richtig, richtig spannend. Vanille. Ob das jetzt wirklich intensiv nach Vanille schmeckt? We shall see. Aber ich finde es sehr, sehr süß. So, hier haben wir die 19 Salted Caramel Brownie. Das finde ich klingt auch richtig, richtig sympathisch, muss ich sagen. Richtig, richtig cool. Es sind richtig coole Sachen drin, Leute. Also, wenn ihr was Negatives zu sagen habt, das verstehe ich nicht, weil ich finde den super. Aber ihr dürft natürlich eure Meinung haben und könnt es gerne kommentieren. Aber ich bin bis jetzt sehr, sehr überzeugt. Hier haben wir die 20. Ups. Gucken wir, was in der 20 ist. Das Einzige ist zum Unboxen, ist ja nicht optimal. Aber sonst ist es super. Honig- und Nussmüsli. Mhm. Das ist doch auch schön, finde ich. Bisschen mehr klassisch. Aber, auch very, very nice. Okay, Leute, es sind nur noch 4 Türchen. 4 Türchen und dann ist schon Weihnachten und dann ist das ganze Unboxing schon vorbei. Hier haben wir die 21 und es ist Blackberry Granola. Mhm. Finde ich auch. Finde ich auch recht, recht cute. Mhm. Also ich habe so viele Schätze gerade vor mir stehen. Das ist wirklich, wirklich toll. So, jetzt sind es wirklich, jetzt haben wir hier schon die 22. 22. Ups. Okay, die geht gerade echt schwer auf. So, jetzt haben wir es. Und zwar Cranberry und Pistazie Granola. Ja, ich bin ja nicht so der größte Cranberry-Fan und auch nicht der größte Pistazien-Fan. Also das wäre jetzt vielleicht nicht super optimal mein Müsli. Ich glaube, es ist auch Kokos drin, sieht so aus. Es sieht nämlich aus nach Kokos, aber das ist jetzt vielleicht nicht mein Favorite. Aber ich muss sagen, grundsätzlich waren jetzt nicht viele, wo ich sage, das wäre jetzt nicht unbedingt meins. So, 23. Das vorletzte Türchen. Hier ist das vorletzte Türchen. Dann gucken wir, was hier drin ist. Und zwar Berry White Chocolate Müsli. Finde ich auch super. Das erinnert mich, da gab es mal eins von irgend so einem Vital Müsli. Das hatte auch so eben Raspberries und eben weiße Schokolade. Sehr, sehr, sehr lecker. Das wird mir sicher auch schmecken. Okay, meine Lieben. Es ist soweit. Das letzte Türchen. Ich hoffe jetzt auf noch ein richtig weihnachtliches Müsli. Und dann bin ich wunschlos glücklich. Also gucken wir, was verbirgt sich in 24? Und zwar ein Gutschein
Es verbirgt sich ein Gutschein auch mal. Und dann eben auch Christmas Cookie Granola. Und zwar, es ist Christmas Cookie Granola. Und man bekommt einen 10 Euro Gutschein. Genau. Also das ist doch auch recht lieb, dass man dann auch einen Gutschein zusätzlich bekommt. Und das ist jetzt eben Christmas Cookie. So, gut, meine Lieben. Und zwar, das, ich habe jetzt alles unboxed. Das sind jetzt, vor mir stehen 24 Müslis. Ich bin im Paradies. Bis jetzt, ich habe es noch nicht, ich werde ein paar probieren. Ich weiß noch nicht, wie viele. Ich werde jetzt die spannendsten, die ich persönlich am spannendsten finde, werde ich raussuchen. Ich habe ein bisschen Hilfe, weil mein Freund ist auch da. Das heißt, ich werde wahrscheinlich mehr schaffen. Aber ich werde ein paar raussuchen und dann werde ich gucken, wie viel wir essen. Aber die spannendsten suche ich raus und dann gebe ich natürlich sofort mein Feedback ab. Aber ich muss sagen, grundsätzlich finde ich, ist das ein super, super Adventskalender. Wenn man gerne Müsli isst, ist das einfach, sie sind super schön designt. Ich finde sie super, super cute und ich finde, man hat eine super Variation. Sie sind wirklich spannende auch Geschmäcker und sowas drin. Also ich finde, bis jetzt finde ich ihn wirklich, wirklich super und würde ihn eigentlich auch empfehlen. Aber ich muss natürlich was kosten. Man kann ja nicht einfach nur ein Feedback abgeben, ohne was gekostet zu haben. Das heißt, ich suche mir jetzt ein paar raus und dann geht's weiter mit dem Probieren. So, meine Lieben, ich bin zurück und ich muss sagen, super, super köstlich. Und zwar vier haben wir gemeinsam geschafft und zwar vier solche Boxen haben wir uns geteilt. Das ist sozusagen ein gutes Abendessen. Oder Mittagessen. Wir sind so gerade zwischen zwei Mahlzeiten und haben wir noch nichts gegessen gehabt. Das heißt, Strawberry Cheesecake. Wir haben beide so gesagt, dass wir mehr der Fan, also mein Freund und ich, wir sind beide anscheinend mehr Schokoladenfans. Das heißt, wir fanden den, ich fand ihn gut, ich fand ihn nicht schlecht, aber ich muss sagen, ich fand einfach die Schokoladen einfach besser. Das heißt, wir haben also eben Strawberry Cheesecake, haben wir ausgetestet. Dann haben wir Chocolate Orange. Fand ich sehr, sehr gut, weil man eben so Schokolade und Orange mag. Die Kombination war wirklich, wirklich lecker. Ups. Und dann haben wir Salted Caramel. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Man hat auch das Salz rausgeschmeckt. Mhm. Sehr, wirklich, wirklich gut. Und das letzte war Christmas Cookie. Und ich muss sagen, das war doch so süß, weil, meine Lieben, da war einfach Gingerbreads waren drin. Und dann waren kleine weiße Schokoladensternchen und so süß, so ein schönes Detail, das appreciate ich, das finde ich, da hat sich wer Mühe gegeben, I love it. Ich muss sagen, meine lieben Leute, ich habe jetzt natürlich nur vier gekostet und ich muss sagen, diese vier waren wirklich, wirklich gut, muss ich sagen, top notch, wirklich gute Müslis. Ich kann auf jeden Fall, ich kann mit gutem Gewissen diesen Adventskalender empfehlen, wenn man Müsli mag, wenn man Variation im Müsli mag, wenn man aber doch sehr, sehr schokoladenlastig ist, so wie ich, dann ist, finde ich, dieser Adventskalender super. Ich finde, also für mich ist er großartig. Ich finde, das ist wirklich ein super, super toller Adventskalender. Einer der besten Adventskalender, die ich jemals unboxed habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich auch so ein riesen Müsli-Fan bin und ich, ganz ehrlich, ich war etwas skeptisch. Ich habe mir gedacht, oh Gott. Kann das überhaupt was? I don't know. Und dann die süßen Verpackungen. Ich muss sagen, wirklich, wirklich toll. Und ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr den Adventskalender bestellen. Entweder zum Unboxen oder für mich. Weil ich muss sagen, ich fand den wirklich, wirklich großartig. Ich finde auch den Preis fand ich jetzt nicht irgendwie zu teuer oder so. Man hat dann auch die Gratislieferung gehabt. Also ich muss sagen, ich finde ihn richtig, richtig toll und ich würde ihn definitiv weiterempfehlen. Mit gutem Gewissen kann ich diesen Adventskalender weiterempfehlen und es hat super, super viel Spaß gemacht. War wirklich ein tolles Video und ein super Adventskalender. Aber jetzt, meine Lieben, würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo gibt es ein weiteres Video von mir. Könnt ihr meinen Kanal abonnieren, da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gibt. Das sagt natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Da würde ich super freuen, wenn ihr kommentiert würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch zu hören. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!